Denn wenn wir alt und grau sind, werden wir nicht über die Dinge philosophieren, die wir hatten, sondern über das, was wir in den Zwischenräumen zwischen unseren Dingen getan haben. Hallo von minimalismus.ch, wo ich dir wöchentliche Inspiration und Denkanstöße zum Leben ohne Ballast gebe und Schritt für Schritt Anleitungen zum Minimalisieren und Vereinfachen in allen Lebensbereichen. In der Beschreibung findest du nützliche Links. Eines meiner minimalistischen Lieblingszitate: Musik ist der Raum zwischen den Noten. Meine Minimalismus-Interpretation: Schönheit erfordert ein gewisses Maß an Leere, um gewürdigt zu werden. Ansonsten gibt es nur Chaos und Lärm. Für unsere Zwecke beim Ausmisten, Minimalisieren und Vereinfachen werden wir dieses Zitat in eine minimalistische Wendung setzen und sagen: Das Leben ist der Raum zwischen unseren Dingen. Über diesen Raum sprechen wir in diesem Video. Zu viel durcheinander kann unsere Kreativität ersticken und unser Leben durcheinander bringen. Umgekehrt gilt: Je mehr Platz wir haben, desto schöner und harmonischer können wir leben. Was ist Raum? Raum ist eigentlich nichts. Aber wir scheinen nie genug davon zu haben. Der Mangel an Raum bedrückt uns unendlich. Wir würden fast alles tun, um mehr Platz in unseren Häusern, mehr Platz in unseren Schränken, Terminkalendern und mehr Platz in unseren Garagen zu haben. Wir erinnern uns, dass wir irgendwann in der Vergangenheit größere Mengen davon hatten. Und sein Verschwinden gibt Anlass zur Sorge. Wir schauen uns verwirrt um und fragen uns: Wo ist dieser ganze Platz hin? Wir erinnern uns noch gut daran, wie es am ersten Tag aussah, als wir in unsere Häuser zogen. Oh, all dieser herrliche Raum. Aber was geschah? Es ist nicht annähernd so beeindruckend, wie wir es in Erinnerung haben. Nun, unser Raum ging nirgendwo hin. Er ist immer noch genau da, wo wir ihn gelassen haben. Der Raum hat sich nicht verändert. Unsere Prioritäten haben sich geändert. Wir konzentrieren so viel unserer Aufmerksamkeit auf Dinge, dass wir den Raum völlig vergaßen. Wir haben die Tatsache aus den Augen verloren, dass sich beides gegenseitig ausschließt, dass für jede neue Sache, die wir in unsere Häuser bringen, ein kleines Stück Raum verschwindet. Das Problem: Wir legen mehr Wert auf unsere Sachen als auf unseren Raum. Das ist die gute Nachricht. Raum kann leicht verloren gehen, aber er kann genauso leicht wiedergewonnen werden. Werde einen Gegenstand los und du erhältst ein Stück Raum zurück. Werde einen weiteren Gegenstand los und voilà, noch mehr Platz. Das macht Spaß. Bald summieren sich all diese kleinen Räume zu einem großen Raum und du kannst dich tatsächlich wieder bewegen. Erfreue dich ab dem neu gewonnenen Raum, ohne das Bedürfnis zu haben, ihn wieder ausfüllen zu müssen. Dann hast du es geschafft. Du hast den Horror-Vakui in einen Amor-Vakui umgewandelt. Eines meiner 5 Minimalismusgesetze, das du in der entsprechenden Playliste findest. Was wir im Auge behalten müssen und was man viel zu leicht vergisst, ist, dass die Menge der Dinge, die wir besitzen können, durch den Raum begrenzt ist, den wir haben, um sie einzuschließen. Das ist einfache Physik. Nichts wird daran je etwas ändern. Wir können es in magischen Vakuumbeuteln verschließen und ausgeklügelte Raumwunder einsetzen. Aber auch die müssen irgendwo hin. Wenn du also in einer kleinen Wohnung lebst und nicht viele Schränke hast, kannst du nicht viele Sachen mit nach Hause nehmen. Punkt. Andernfalls wirst du ein Problem haben. Früher oder später. Umgekehrt müssen wir auch nicht den ganzen Platz ausfüllen, den wir haben. Denke daran, dass Platz gleich viel wert ist wie die Dinge. Oder mehr, je nach deiner Minimalismusperspektive. Wenn du in einem Haus mit 4000 Quadratmetern Wohnfläche lebst, musst du nicht 4000 Quadratmeter an Sachen erwerben. Wenn du einen begehbaren Kleiderschrank hast, brauchst du nicht jeden Zentimeter davon einzupacken. Du musst also nicht ausfüllen, nur weil es Platz hat. Parkinson-Gesetz, eines meiner weiteren Minimalismusgesetze. Tatsächlich wirst du viel leichter leben und atmen, wenn du Raum zum Atmen zulässt. Räume haben übrigens großes Potenzial, wenn sie leer sind. Wenn wir eine Kanne Tee genießen wollen, brauchen wir eine leere Tasse, um sie einzufüllen. Wenn wir Tango tanzen wollen, brauchen wir einen leeren Raum, in dem wir tanzen können. Ebenso sind unsere Häuser, Wohnungen und Zimmer die Behälter unseres häuslichen Lebens. Wenn wir uns entspannen, kreativ sein und mit unseren Familien zusammen sein wollen, brauchen wir genügend Raum, indem wir das tun können.
Oder wir können uns unsere Häuser als die Bühnen vorstellen, auf denen sich die Dramen unseres Lebens abspielen. Für eine optimale Aufführung müssen wir uns frei bewegen und ausdrücken können. Es macht sicher keinen Spaß und ist auch nicht besonders anmutig, wenn wir über die Requisiten stolpern. Wir brauchen auch Raum für unsere Ideen und Gedanken. Ein unordentlicher Raum führt gewöhnlich zu einem unordentlichen Geist. Angenommen, du sitzt auf deinem Sofa, liest vielleicht ein Buch und hörst Musik und ein wirklich tiefgründiger Gedanke beflügelt deine Fantasie. Du bist tief in Gedanken versunken, wenn dein Blick nun auf den Stapel Zeitschriften auf dem Couchtisch oder das kaputte Gerät in der Ecke fällt. Darum muss ich mich wirklich kümmern, denkst du. Dein Verstand macht sofort einen Umweg und dein ursprünglicher Gedankengang mit der Idee geht verloren. Profitiere von freiem Raum mit seiner Klarheit. So ist es zum Beispiel viel einfacher, seine volle Aufmerksamkeit dem Partner oder Kleinkind zu widmen, wenn nicht überall unmotiviert Zeug da ist, das einen verwirrt und ablenkt. Wenn du ein schönes, einzigartiges Gemälde besessen würdest, würdest du es ja auch nicht mit anderen Dekorationen überladen. Du würdest es allein aufhängen, mit genügend Platz um das Gemälde herum, um es zur Geltung zu bringen. Hättest du eine kostbare Vase, würdest du sie nicht in einem Haufen begraben. Du würdest sie auf einen eigenen Sockel stellen. Wir müssen das, was uns wichtig ist, mit ähnlichem Respekt behandeln, was in Wirklichkeit bedeutet, all die anderen Dinge zu entfernen, die nicht so wichtig sind. Indem wir Raum in unseren Häusern schaffen, legen wir den Schwerpunkt wieder dorthin, wo er sein sollte. Auf das, was wir tun und nicht auf das, was wir besitzen. Das Leben ist so kurz, als dass wir uns um den ganzen Kram kümmern könnten. Denn wenn wir alt und grau sind, werden wir nicht über die Dinge philosophieren, die wir hatten, sondern über das, was wir in den Zwischenräumen zwischen unseren Dingen getan haben.